weiteren Location angekommen. Das scheint auch eine Pension gewesen zu sein, vermutlich. Und hier haben wir zum Beispiel, das seht ihr ja, da sind alte Klamotten drin. Das hier ist ein altes Bett. Der Boden ist schon ziemlich im Eimer, wie ihr sehen könnt. Das Haus fällt auch schon vor sich hin. Hier oben, das ist jetzt auch nicht gerade sonderlich toll. Alter, die Decke sagt mir, nicht gerade sehr vertrauenswürdig. Hier ist noch ein alter Wohnzimmerschrank, hätte ich gesagt. Alte VHS-Kassetten. Hatari, wahre Männer. Mhm. Das ist ein alter Lost Place. Ja, Haarschneidemaschine, kann man sich rausschneiden. Ja. Ein alter Brief. Jawohl. Hallo mein Schatz. Ich wünsche dir frohe Ostern. Ich liebe dich und freue mich schon auf morgen. Dann sind wir endlich alleine und können glücklich werden. Ich will dich nie, nie wieder verlieren und ich will auch keinen anderen Mann. Hoffentlich holen wir nächste Woche die Ringe. Dann kann jeder sehen, dass wir für immer glücklich sind und zusammengehören. Schatz, du machst mich sehr glücklich und gibst mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Wir werden alles gemeinsam schaffen und durchstehen. Ich liebe dich. In ewiger Liebe, Melanie. 2005. Also ist das Melanie hat was vergessen. Also 2005. Also kann man davon ausgehen, dass das Haus 2005 verlassen worden ist. Ja, bist du da? Geh mal auf. Schrei halt nicht so rum, Alter. Also kann man sagen, 2005 wurde die Pension verlassen. Ich bin jetzt bloß vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob der Boden hält oder so. Von unten hat das Ganze nämlich sehr marode ausgesehen. Altes Bad. Hier sind noch ziemlich viele persönliche Gegenstände, auch wenn es schon ziemlich runtergerockt ist. Geil. Da hinten scheint nichts mehr drin zu sein. Wohnzimmer. Alter, ich habe da irgendwie ein bisschen Panik, ne? Da hinten scheinen noch ein paar Räume zu sein, ich habe aber keine Ahnung. Trägt das oder nicht? Dann warte ich jetzt auf den Jens. Da kommt der Jens. Der Jens macht diesen Versuchskandidat, läuft hinüber. Und wenn der Jens nicht runterfliegt, laufe ich hinterher. Oh, ey, das hört sich nicht auf. Wow. Da, so weit war ich schon. Ich traue das auch nicht. So weit war ich schon. Ich traue das auch nicht. So weit war ich schon. Bis dahin bin ich schon gelaufen. Da ist nichts passiert. So weit war ich schon. Ich weiß bloß nicht, wie es da hinten ist. Da bis zum Türdings geht auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das geht schon. Ja, ich denke, das wird schon gehen. Das war das scheiß Gefühl, aber ich denke, da waren schon vor uns welche da. Also gehe ich mal davon aus, dass das hält. Da ist noch ein altes Büro. Oder ja, hätte ich jetzt gesagt. Vermählung. Na, schauen wir doch mal, wann die Vermählung war. Noch alte Unterlagen, Meldung zur Sozialversicherung. Also eins kann ich sagen, unten habe ich das gesehen, 2005. Und was soll das jetzt sein? Pension oder was? Oder? Ja. Sieht auch eine Pension aus. Altes Monopoly, sieht ja aus wie ein, ja, ich denke, das ist ein Wohnhaus. War. Hallo. Ich denke, dass das ein Wohnhaus war, weil es schließt ja alles darauf hin, wenn du jetzt da schaust, die ganzen Kinderstühle und so und das Kinderspielzeug, was hier drin steht, die Helme. Also ich hätte eher gesagt, dass das ein Wohnhaus war. Ja, also es schaut nach einem Wohnhaus aus. Ja, ne? Ja.
Und was ich halt gesehen habe, ist 2005. Da haben wir jetzt 2004 stehen. Und dann 1996. Krass. Auf jeden Fall weiter. Ich vermute mal, dass hier auch Tiere waren oder irgend sowas, weil es da oben zumindest so ausschaut. Dahinter, nicht dahinter. Die ist zugeschraubt. Die ist zugeschraubt. Was ist denn da dahinter? Ach, da geht's raus. Da geht's raus. Da ist das Klobad. Wasserleitungen. Also man merkt schon, dass der Bau hier schon deutlich älter ist. Da geht es anscheinend auch noch. Oh, da geht es anscheinend auch noch mal hoch. Ja, aber oben ist ja alles so eingefallen. Siehst du, da oben ist ja. Ja, habe ich jetzt gesagt. Ja, und jetzt geht's wieder die Treppen runter. Hallo, lala, I love you. Keller? Da hinten, da geht es schon runter. Da hinten geht das Haus schon abwärts, wie ihr sehen könnt. Da sind noch alte Öfen und so. Ich weiß nicht, wie lange der Boden hier dreht, ne? Aber da hinten seht ihr ja, geht das Haus schon abwärts. Das ist die Location von außen. Oh, dann würde ich sagen, gehen wir wieder. Die Location auf jeden Fall von außen. Steht halt auch wieder mitten in einem Wohngebiet. Ja, komisch. Komisches Gefühl, ne? Wenn man dann in den Sachen der Leuten rumkramt und halt dann mitbekommt, dass hier auch Kinder waren. 2005 wurde das verlassen. Aber niemand weiß warum. Also krass. Ja, dann nehmen wir es noch ein bisschen mit. Jetzt könnt ihr euch noch ein bisschen die Landschaft anschauen. Jetzt ist auch hinter mir unterwegs. War mir aber sehr kalt. Wir sind in wunderschönen Harz unterwegs. Wo es halt immer fast kalt ist. Und da, wo wir jetzt gerade eben waren, dachten wir, das ist eine Pension, aber. Ich würde jetzt langsam sagen, dass es eher ein Wohnhaus war. Wir haben dann Briefe mit Datum gefunden, 2004, 2005. Also hätte ich jetzt mal gesagt, das ist gut 20 Jahre verlassen. Einer ganz 20 Jahre, aber als 17, 18 Jahre auf jeden Fall. Ja, und wir wissen, dass da drin eine Frau gewohnt hat, die Melanie hieß. Und dass sie sich Liebesbriefe geschrieben hat. Das ist ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns, bis gleich, bis zur nächsten Location. Da oben, Pony Hotel zur Linde. Das ist auf jeden Fall auch safe lost. Aber da war kein Reinkommen. Ja, dann setzen wir uns jetzt am Auto und dann geht's weiter. Wir sind so ca. 300 Kilometer von unserer Home Location entfernt. Ja, dann würde ich sagen, Leute, bis nachher.